Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Wir sind immer noch auf der Normeninsel, nachdem wir in der letzten Folge den Highscore geknackt haben und nichts dafür bekommen haben. Yay! Und damit die Hälfte des Parts irgendwie verschwendet haben für nichts. Yay! Yay! Aber wir haben ja einige Orte hier noch nicht erkundet außerhalb des Geoboards. Deswegen gucken wir mal, wie die aussehen mit ohne den Geoboard. Zwar oben dieses Kuchendingen hier, da war man noch nicht. Lass mal gucken, was da ist. Könnte vielleicht ein Bosskampf sein, weiß ich nicht. In Cuts Corner war keiner. Diesen verdächtigen Ort, vielleicht ist hier auch keiner, aber mal schauen. Irgendwas war da. Bist du? Warum siehst du so ein bisschen aus wie was Lafayette ausgefischt hat? Ja, lass uns gemeinsam Spaß haben. Wo ist der Norman? Winterkleidung erstmal kaufen. Ja, noch im Minispiel haben wir hier kein Phönix. Okay. Hier musst du versuchen, zueinander passende Paare der insgesamt 25 passende Normen für wir zwei Normen auspassen. Ihre Haltung zusammen wird ein Paar vom Spielfeld entfernt. Wenn sich auch eine Sonnenbrille und Hörner an der Norman Misha. Misha hat kein Gegenstück. Nach seinen Auswahl wird er aus dem Spiel entfernt und die übrigen Normen werden neu geordnet. Je schneller die Paare findest, desto mehr Tales mit die zu. Misha am Ende der Runde noch mal noch im Spiel ist. Okay. Ach du meine Güte. Warum die gleichen? Hä? Das ist eigentlich wie Memory, ne? Da muss ich nur die Posen irgendwie anordnen. Ne, die sind auch farblich gleich, ne? Ja, läuft. Okay, nochmal. Fangen wir nochmal an. Okay. Verstehe nicht, wie so mit dem Mission andauernd passiert. Ja, Schwatte. Falsch. Oh mein Gott. Aber das hat nichts mit den Posen zu tun, ne? Wenn ich so früh Fehler mache, bringt das nichts. Halt. Oh Junge, wo war der? Warte, da war noch richtige.
Oh. Nee, wo war der? Ja. Ja. Boah, wo war der? Ja. Na, langsam geht's. Muss mein Highscore knacken. Ach, der war das. Oh. Damit. Schaffe ich dann in 3 Minuten. Oh, Dreck, ey. Oh, ich schaffe das nicht unter 3 Minuten. Oh, mein Gott. Oh, das ist so frustrierend hier. Ja, liegen, laufen. Boah. War perfekt. Perfekt. Irgendwo hier. Schau mal das. Perfekt. Unter 3 Minuten schaffen wir auf jeden Fall. Was du nochmal? Perfekt. Das ist eine laufende. Ich muss so oder so, ja. Boah. Ja, das ist doch Dreck, ey. Woher sollst du denn wissen, welcher von denen der richtige ist und welcher nicht? Na komm, jetzt aber. Und meinen, je weniger hier sind, desto einfacher müsste er werden, ey. Na komm. Verleck mich um. So, oh mein Gott. Krieg noch nicht mal was dafür, ne?
Ja, ein kühlen Kopf, weiter so. Norm Phoenix Anzug, Luffy Set. Cool. Trotzdem weit und breit keine Spur von Phoenix. Ganz auf Titania zurückgehen, aber ich weiß nicht. Ich habe mich übrigens jetzt in den Ort jederzeit hin teleportieren. Hab ich gemerkt. Gut, oder? So, wir gucken mal. Ich habe so eine Vermutung, dass wir vielleicht zu Steinbergen zurückgehen müssen. Oder steht irgendwie nichts auf der Bergspitze? Oder es könnte vielleicht der Dings sein, ja, der Drache wieder. Okay, dann gehen wir eben zu Dingens zurück. Zur Gefängnisinsel, wo auch immer man da hin muss für. Wahrscheinlich wieder irgendwo ein Skit aktivieren. Auf dem Weg dahin mit dem Schiff, also kein Wunder, warum ich mich da nicht hin teleportieren kann. Oder was weiß ich. Gut, speichern wir mal. Einfach so. Jetzt blöde Spiel nicht nochmal machen will. Da muss ich, weil ich irgendwann die Version spielen muss, ohne diesen einen Typen zu finden. So, was passiert jetzt hier? Es gibt mal. Kam kein Skit. Warum? Okay. Leute. Natürlich ganz am Ende. Weil sind Gegner, gegen dich noch kämpfen kann, oder? Die Musik hat sich hier wieder geändert. Ist ja noch, als hier unsere Basis war. Wo ist er noch, als wir am Anfang des Spiels hier drin waren? Immer noch keine Gegner. Ich baue doch hier noch ein paar Loots von einigen Gegnern. Ich kann mir noch nicht sagen, dass hier nichts mehr ist. Ich richtig, ja. Boom. Boom. Okay. Ist das? Geschenk? Kommt da Edna rausgesprungen? Wie passend.実証ノルミン精霊最強の男がこんなところに関わってたでうか。自称にあらず我が名はフェニックス。ノルミン精霊最強の男なり。全部先に言われてるんだけど。手紙をよこしたのはてめえか。何のまねだ。すべては天の導きの後日。 我は兄への思いが綴られた手紙を拾った。差出人を探し出し、密かに訪ねてみると、そこに一人の可憐な少女がいた。兄からの贈り物と出せなかった手紙の山に囲まれてな。出せなかった手紙。一文字一文字に込められた兄への思い。
便箋に落ちた涙の後に我も涙した。てめえ拾った手紙を読んだ挙句人の部屋に勝手に入りやがったのか。我が道徳に反したことの非は認める。だが我の正義が貴様の非情を許さぬ。使い古しの手袋を握りしめ広い海に兄の無事を祈る少女の瞳にかけて。 わけがわからん。てめえは何がしたいんだ。その言葉、汝自身に問うがよい。なんだと。上っ面の言葉を重ねた手紙と、おまけのガラクタで何が伝わるというのだ。それは食材の。少し妹を心配する汝も、海賊と共に生きたいと望む汝も、どちらも本物であろう。ならばなぜ それを正直に伝えてやらぬ。それが汝の流儀なのだとなぜ言わぬ。兄の流儀を許せぬような器の小さい女なのか。汝の愛する妹。 説教される筋合いはねえ。ならば力を示してみせよう。何がならばだ。我が勝った暁には即座に妹と会ってもらう。だが 我が破れた時は我に何でも命ずるがよい。Phoenix Level 130. Mich auf den Arm nehmen. Jetzt zerreißt uns in Stücke, genau wie in Tales of Hysteria. Ach du meine Güte. So, müssen wir Aua, zu Edna zurück. Aber ja. Oh, ich habe keine Seelen. Oh, wir sind sowas von tot. Oh mein Gott, ey, der macht uns doch fertig. Vor allem, den muss man, glaube ich, mehrmals besiegen, ne? Genau wie in Systeria. Stimmt, ne? Wie ironisch ist es, dass wir erst auf der Normeninsel waren und jetzt ihm begegnen. Ja, der macht uns fertig, ey. Er ist so klein, ich treffe den so gut wie gar nicht. Ja, der macht uns doch fertig, ey. Ja, wir machen denn so viel keinen Schaden. Können alles Teile aber so benutzen, um ein Überleben zu sichern. Aber bis jetzt schaffen wir es ja noch. Aber er hat doch bestimmt noch hier so Seelen. Hier so ein Seelenbrecher und all sowas. Naja, er macht den so gut wie gar keinen Schaden, ey. Ich treffe den so gut wie nicht. Ich davon alles Teil 1 ist, aber dann wird der Kampf irgendwie unendlich lang. Boah. Wir könnten das vielleicht schaffen, aber wenn er irgendwann loslegt, dann haben wir ein Problem. Aber ja, ich hau den Normen platt mit meinen Ninja Engel Dingen, Puppen Dingen, meine ich. Also, weil ich den mal getroffen habe, dann scheint er auch irgendwie. Aua. Ja, alles Teiler kann man ja kaufen, ne? Ich habe keinen einzigen alles Teiler, stimmt. Oh mein Gott, ehrlich? Noch mal halb lang, ey. Hey. Oh ja.
Den schaffe ich nicht. Das ist 130. Wie soll ich denn den schaffen? Warum habe ich denn immer noch zwei? Ich glaube, meine Ausrüstung ist auch nicht so aktuell. Boah, komm her. Oh ja. Vor allem Feuer bringt da nicht so viel gegen den, ne? Dafür ist halt macht gar nichts geil. Die ganze Zeit Erzauber. Boah, Junge. Hat doch mal ein bisschen am Leben. Oh, so einen geilen Sprung. Das müssen wir sehen. Was? Ja, ich klatsch mit Papier weg. Ah. Oh mein Gott, ey. Nee, den schaffen wir nicht. Ja. Ja, so viel dazu. Keine Ahnung, den können wir schon mal abschminken. Für eine Weile. Gehen wir noch mal kurz dahin, damit wir da jederzeit hingehen können, auch wenn es das nicht bringt. Hätte gedacht, hier würden noch mal ein paar Gegner oder so sein, ne? Oh nein, was macht man jetzt? Was haben wir denn noch hier? Wenn wir den nicht schaffen, dann habe ich so ein Gefühl, den Links werden wir auch nicht schaffen. Das uralte Heilmittel und so, das werden wir auch nicht schaffen. Wir sind schon eigentlich wieder durch mit den Nebensachen. Ja, mal offscreen hier so ein bisschen durch die Gegend rumeiern. Gucken, ob ich noch was finde. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Gut, dann würde ich sagen, ich bin den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Sag tschüss, bis zur nächsten Folge.